Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem neuen Schamanendeck. Ihr seht es an der linken Seite, das ist jetzt das Draven C. Ich muss mir da auch mal einen netten Namen überlegen. Und zwar, wir haben im Vergleich zum vorherigen, haben wir einfach einen der beiden Feuerelementare, haben wir ersetzt durch unseren Ragnaros. Ich möchte mal ausprobieren, ob er was bringt und wie gut er was bringt. Und können das jetzt testen, indem wir gegen den guten Taproot. Die Elemente werden euch vernichten. Bringt uns am Anfang gar nichts. Den Rest lassen wir mal drin. Ich hätte eigentlich lieber einen zweiten Staubteufel drin gehabt. Aber ist für den Anfang eigentlich nicht schlecht. Er sollte eigentlich auch in der ersten Runde eigentlich keine direkte Antwort haben. Oh, er spielt einen Lepra-Gnom. Ist natürlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Deswegen nutzen wir das Ganze hier auch, um unseren Beutehamster zum Spielen. So, schauen wir, was er macht. Greift er uns an? Oder geht er ins Gesicht? Er wird wahrscheinlich ins Gesicht gehen. Er schaut aber erstmal, was er für ein Totem hat. Okay, dann wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung gewesen, dass er uns ins Gesicht geht. Weil dadurch hätte er uns insgesamt 6 Schaden reinhauen können. Aber ist ja nicht schlimm. Mit dem kann er eh nichts Großartiges machen. Deswegen spielen wir jetzt auch den 10 Drachen. Das war's. Als schöne Möglichkeit, weil, ja, er hat keinen Schaden drin liegen. Ich wehre mich da damit gegen die Zauber. Sprechen. Und habe eine schöne Möglichkeit, wie ich da drauf antworte. Runde 3. Er hat hier einen Schaden liegen. Es ist alles, was wir haben, ist blöd. Deswegen spiele ich in dieser Runde einfach mal gar nichts. Aus dem einfachen Grund, ich möchte ihm keine Angriffsfläche. Ihn würde er sofort halt eben und wir würden beide 2 Karten ziehen. Und hiermit kriege ich halt eben wunderbar ihn in einer Runde halt eben schön runter. So, das machen wir auch schön hier. Das heißt, jetzt können wir zum einen ihn von ihm wegnehmen. Ich schau auch mal, welches Totemglück ich habe. Ach, bekommen Winzern Totem. Das ist blöd. Und spiele, weil er gerade gar nichts dran liegen hat. Ich glaube, ich nehme ihm sein Totem noch weg, oder? Nee, ich spiele nur den Schwarzteufel. So. In der Hoffnung, dass ich da damit jetzt nicht. Okay. Er hat einen 5er Schaden dran liegen. Heilt sich hoch. Wir geben ihm den 6er Schaden rein. Hier haben wir auch nochmal. Schauen, ob wir vielleicht einen Tank bekommen. Wir bekommen einen Tank. Oh, haben wir einen Dusel. Und die Runde ist für uns beendet. Schauen wir, was er jetzt macht. Ich hätte ihm auch das Totem noch schnell, das Heilungstotem wegnehmen können. Mist, habe ich vergessen. Okay, er spielt ein Feuerelementar. Er hat jetzt ein paar große Oshi dran liegen. Die sollten wir ihm natürlich ein bisschen wegnehmen. Deswegen würde ich sagen, spielen wir zum einen hier einen Jutti rein, dann zusätzlich, ach, das, ich hätte das Flammen zum Totem, das ist natürlich jetzt auch blöd, so, kriegt er das Ding hier weg, und wir beenden die Runde. Ja, ich hätte erst mit ihm das hier wegnehmen sollen und dann den Yeti spielen. Ach, Schrott. Okay, aber er wastet den Angriff, das ist gut.
Spürt die Macht der Winde. Und er gibt ihm jetzt noch Windkamm. Gut, das ist schön. Das Licht beschützt mich. Okay, er gibt uns eine ganze Front hier an Karten. Hat allerdings hier nur zwei. Deswegen schauen wir erstmal, was wir Schönes bekommen. Wir nehmen einen Kartenzieher, wir haben nichts. Blitzschlag, verursacht 4 Schaden. Passt. Der ist gefährlich. Muss weg. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Deswegen hier nochmal 3 Schaden rein. Einmal. Und dann schauen wir noch, dass wir vielleicht ihn hier auch noch reinspielen können. Ja, machen wir die Runde so. Ihm immer ein bisschen was anbieten. Er scheint weniger jemand zu sein, der direkt ins Gesicht geht, sondern der uns gerne eher ja, das Ganze kontrollmäßig spielt. Gut, sehr schön. Der Manipulator. Okay, den müssen wir jetzt leider wasten. Indem wir hier seinen Dingo und sagen, wir schauen noch, was wir an zusätzlichen. Oh. Okay, das bringt uns gar nichts. Okay, er muss jetzt Yeti und seine Angreiferin spielt er. Genau. Muss er auch nochmal aufsammeln. Und spielt jetzt die großen Oshis. Okay. Ja, ich muss leider drauf, aber ich glaube, die Runde ist gut verloren. Ja, die ist gnadenlos verloren. Na, also wenn wir jetzt hier keinen... Wir müssen erstmal ein bisschen ausspielen. Vielleicht habe ich Glück. Ich habe Glück. Ich habe ein größeres Glück. So, und... Ich mach jetzt eine Armada. Okay, Raggi. Bringt uns in der Runde natürlich nichts. Aber schauen wir mal, ob wir ihn dadurch ein bisschen aus dem Konzept bringen können. Wir haben jetzt die nächste Runde 10. Okay, sehr gut, ein Hex noch rein. Damit können wir ihn aus dem Rennen nehmen. Und er beendet die Runde. Sehr schön. So, wir spielen einmal ihn weg. Damit nehmen wir ihn weg. Spielen uns noch eine Axt und ein Totem. So, damit nehmen wir den Zweier weg. Damit nehmen wir den Einser weg. Und es sieht wieder ein bisschen aufgeräumt aus. Puh. Anstrengend. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Okay, jetzt hat er natürlich die schöne Möglichkeit hier aufzuräumen. Und wir hoffen, dass wir... Ach, wir spielen jetzt als Totem-Variante, würde ich sagen. Wir haben hier ein Zweier... Ah, wir können erstmal so spielen. Der nimmt ihn weg. Und mit dem hier, den Zweier,
erstmal ein Totem. Okay, ein Einzeltotem liegt uns dran. Wir haben hier 2 Schaden. Er heilt eh alles hoch. Deswegen ignorieren. Müssen wir leider so machen. Okay, er hat das Richtige zerstört. Oh, okay, er hat uns. Gut gespielt.